Bist du jemand, der gerne die Zeit draußen in der Natur verbringt, sei es zum Spazierengehen, zum Übernachten, mit dem Hund rausgehen, mit den Kindern auf den Spielplatz gehen, oder verbringst du einfach nur gerne Zeit im Park? Na, dann sollst du unbedingt dranbleiben, denn es gibt schon wieder eine neue Hiobsbotschaft. Bleib dran! Willkommen auf dem Online-Magazin Survival Deutschland. Mein Name ist Stefan und heute habe ich wieder eine erstaunliche Nachricht gelesen, die ich euch selbstverständlich nicht vorenthalten möchte, da ich die echt krass finde. Bisher war das ja immer so gewesen, dass wir in Deutschland relativ furchtlos in den Wald gehen können. Gut, es gab dort Dornen und es gab dort auch Brennnesseln und auch ein paar andere Kleinigkeiten, auf die man so ein bisschen achten musste. Aber jetzt kommt mal wieder der Knaller. Jetzt kommt wieder was ganz Neues dazu. Dank der Klimaerwärmung bzw. dank der starken Trockenheit, die wir gehabt haben, die sich nun auf gewisse Pflanzen niederlegt, in dem Fall auf den Ahorn. Und der wiederum hat unter seiner Rinde oder an der Rinde einen Pilz. Und dieser Pilz wird für uns zu einem echten Problem. Ich lese euch jetzt einfach mal oben den Artikelüberschrift vor, damit ihr ungefähr wisst, um was es genau geht. Ich werde euch selbstverständlich die Artikel, ich habe zwei davon, unten in die Videobeschreibung packen. Die könnt ihr euch dann natürlich gerne auch nochmal selber durchlesen, wer sich dann noch ein bisschen genauer reinschauen möchte. Und zwar haben wir hier die Überschrift Fieber, Schüttelfrost und Atemnot. Gefährliche Rußrindenkrankheit in Franken ausgebrochen. Es ist jetzt so, dass dieser Artikel sich speziell auf Franken bezieht, weil es aus den Nachrichten von Franken ist. Aber nichtsdestotrotz ist das Ganze im Bundesgebiet deckend. Überwiegend betrifft das natürlich Leute, die gerne in Laubwäldern, Mischwäldern unterwegs sind oder eben in Parkanlagen, wo sehr viele Laubbäume sind. Weiter geht es im Artikel Rußrindenkrankheit in Franken. Ein Ahornbäumen in Unterfranken ist die gefährliche Baumpilz ausgebrochen, warnt das Landratsamt Nürnberger Land im Mittelfranken. Die Sporen können allergische Reaktionen auslösen. Hautärzte und Krankenhäuser im Kreis wurden bereits über die Rußrindenkrankheit unterrichtet. Wer die Sporen einatmet, muss 6 bis 8 Stunden später mit folgenden Symptomen rechnen. Und jetzt wird es richtig hässlich: Reizhusten, Fieber, Schüttelfrost und Atemnot. Das ist jetzt eher sehr unschön. Und welche genauen Auswirkungen das natürlich jetzt auf Ältere oder eben auf Kleinkinder hat, ich weiß nicht. Also gut kann das auf jeden Fall nicht sein. Die Sporen können Entzündungen der Lungenbläschen hervorrufen, teilt das Landratsamt mit. Die Symptome halten in der Regel mehrere Stunden an. Beschwerden sollen Betroffene auf jeden Fall zum Arzt gehen. Jetzt haben wir das Problem, dass es hier ähnlich funktioniert wie mit den Seidenspinnern. Da ist es nämlich auch so, dass über die Trockenheit, wenn das alles ein bisschen austrocknet, dann der Wind quasi verbreitet. Das heißt, ihr müsst jetzt einfach nicht nur in der Nähe eines Ahorns sein, sondern in eurer Nähe muss ein befallener Ahornbaum sein und der Wind kann das Ganze natürlich dann durch den Wald durchtreiben, wodurch wir es dann eben einatmen. Hinter der Krankheit steckt der Pilz namens Cryptostroma corticale. Dieser liebt die Wärme und kann die Bäume vor allem in langen, heißen Sommern schaden. Oder wenn sie eben andersweitig irgendwie geschwächt sind. Ja, weil Bäume haben ja auch, ähnlich wie wir, ein Immunsystem. Er wächst unter der Rinde als dunkles Geflecht, bildet dort teilweise zentimeterdicke Sporenbeläge aus, die wie Ruß aussehen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man ansonsten sich mit dem Thema wenig beschäftigt. Ja, es ist ähnlich wie bei der Birke, die ist ja auch nicht durchgehend weiß, sondern hat eben auch so schwarze Rindeflechten dran. Da jetzt eben nicht in Panik geraten. Ja, es geht hier speziell um den Ahorn. Er wächst unter der Rinde als junges Geflecht, daher der Name Rußrindenkrankheit. So, das hatten wir ja. Bei einem infizierten Baum welken die Blätter von oben nach unten und fallen ab. Daran kann man es natürlich dann schon wieder ein bisschen besser ableiten. Wenn ihr also einen Baum seht, den ihr nicht ganz klar definieren könnt, seht aber, dass eben von oben die Blätter herunterfallen, seid da auf jeden Fall schon mal ein bisschen vorsichtiger. Geht mit einem kleinen Artenschutz dahin und schaut euch die Sache an, ob sich wirklich um einen Ahorn handelt und ob ihr da in einer gewissen Gefahrenzone steckt. Später reißt die Rinde längs auf und tritt Schleim aus. Schleim ist aber auch recht fies vor. Schließlich platzt die Borken in großen Teilen ab und legt die schwarzen Sporen frei, also die Rinde platzt dann auf, die mit dem Regen abgewaschen und über den Wind verbreitet werden. Befallene Bäume sollen auf jeden Fall sofort gemeldet werden. Da gibt es ja auch schon andere Pflanzen bei uns in Deutschland, die absolut meldepflichtig sind. Ja, aber dazu natürlich dann mal in einem anderen Video mehr. Solche Meldungen werden dann natürlich immer beim Landratsamt gemacht, ja.
Klar ist natürlich, dass eine Rodung eines solchen Baumes dann nicht ausbleibt, also der muss dann entfernt werden, weil er natürlich dann eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Man darf jetzt natürlich dieses Phänomen nicht nur auf 2018 beziehen, sondern das Ganze ist auch schon 2003 gewesen. Da hatten wir ja auch diesen unglaublich heißen und sehr, 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 sehr langen Sommer. Ursprünglich kommt der Pilz aus Nordamerika, der wurde also hier wieder rübergebracht. Von 1945 gab es da die ersten Meldungen zu. Ich finde, dass die Meldungen der letzten Monate eigentlich immer krasser werden. Es ist ja nicht so, dass irgendwo auch mal eine Entspannung da ist oder irgendwas Gutes bei rumkommt, sondern wir haben jetzt tatsächlich immer mehr eine steigende Anzahl von negativen Dingen, die wir da draußen haben. Keine Ahnung, wo das noch hinführt. Was haltet ihr eigentlich davon? Wie seht ihr das? Ist das einfach nur eine natürliche Sache, die passiert, weil man sagt, der Klimawandel, ja, den gibt es so eigentlich gar nicht? Oder seht ihr da schon eher ein echtes Problem? Wie immer, gerne gesehen unten in den Kommentaren. Falls es zu Diskussionen kommt, bitte keine Links verwenden, denn die werden von YouTube automatisch in Spam-Ordner geworfen. Das heißt, das mache nicht ich, das macht der Computer automatisch oder YouTube. Und versucht bitte wie immer zivilisiert miteinander umzugehen. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video wieder weitergeholfen hat, für den einen oder anderen nützlich ist. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein kleines Abo dalasst. Ein Like wäre natürlich auch noch super schön, damit ich weiß, dass diese Arbeit sich hier lohnt. Und falls ihr abonniert, sehen wir uns dann natürlich dann in meinem nächsten Projekt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao, tschüss, Stefan.